Schon seit Anfang Januar ist Nobara 41 verfügbar. Bei mir lief bisher aber noch Nobara 40, die Vorversion des Linux-Systems für Gamer und Content-Creator. Jetzt ist es höchste Zeit, auf die neueste Version abzugraden, auch wenn Nobara 40 glücklicherweise immer noch mit Updates versorgt wird. Anders als bei Linux-Distributionen wie Ubuntu lässt sich das Upgrade auf die nächste Version nicht einfach per Mausklick einspielen. Schwierig ist es trotzdem nicht und das Nobara-Projekt liefert dafür auch eine Anleitung. Alle Befehle findet ihr im Nobara-Wiki oder in meinem Blog. Der erste Schritt ist genau der gleiche wie bei anderen Distributions-Upgrades. Erstmal alle verfügbaren Updates einspielen und Konflikte lösen, falls es welche gibt. Ich fange hier mal mit den Flatpaks an und aktualisiere dann den Rest. Ein Klick auf Update System öffnet den zugehörigen Dialog. Wenn hier nach einer Weile Updates available steht, dann startet ein Klick auf Install Updates die Aktualisierung. Hier ist Geduld gefragt, denn das Update kann manchmal länger dauern. Derweil steht hier leider nur Performing Tasks, please wait. Bei mir hakt es bei der Installation von Gamescope. Das Update läuft daher nicht durch. Ich deinstalliere deshalb erstmal das Paket Gamescope Libs, das mit der neuen Version von Gamescope in Konflikt zu stehen scheint. Und anschließend versuche ich es erneut. Diesmal läuft das Update durch. Erst wenn im Fenster ganz unten All Updates Complete steht, ist das Update wirklich fertig. Danach ist erstmal ein Neustart des Rechners fällig, damit auch wirklich alle aktuellen Versionen verwendet werden. Wichtig: Beim Upgrade auf eine neue Version kann ich keine überspringen. Hätte ich zum Beispiel Nobara 39, müsste ich erst auf 40 und dann erst auf 41 upgraden. Ich habe hier aber schon Nobara 40 installiert. Gemäß der Anleitung aus dem Wiki stelle ich jetzt erstmal die Fedora und Nobara Repositories auf Version 41 um. Das erledigt ein DNF-Befehl, den ich euch hier einblende. Der prüft erst alles und listet dann auf, welche Paketquellen eingerichtet werden sollen. Das bestätige ich mit J. Falls dabei einige 404-Fehlermeldungen auftauchen, kann ich die laut Wiki getrost ignorieren. Nach der Installation der neuen Repo-Pakete sollten die aber verschwinden. Jetzt werfe ich noch einen Blick ins Verzeichnis etc/yum/repos/d und schaue, ob es da Dateien mit der Endung rpm/new gibt. Wenn ja, muss man die alten Dateien damit überschreiben. Den Befehl dazu blende ich euch ein, bei mir ist das allerdings unnötig. Pakete wie der rockm-Treiber, obs-cev und obs-studio-plugin-webkit-gtk können beim Upgrade Probleme machen. Daher sollte man die fürs erste deinstallieren und einfach nach dem Upgrade wieder nachrüsten. Mit einem einzigen Befehl lässt sich das auf der Kommandozeile erledigen. Wer den GNOME-Desktop nutzt, sollte außerdem die verwendeten Erweiterungen im Extension Manager abschalten und erst wenn alles durchgelaufen und der Rechner neu gestartet ist, wieder einschalten. Jetzt kann ich die Nobara-Software auf den Stand von Nobara 41 bringen, indem ich wie gewohnt alle verfügbaren Updates einspiele. Im Paketmanager von Nobara aktualisiere ich mit Update System nochmal die Paketlisten. Das öffnet den gleichnamigen Dialog. Hier warte ich, bis Updates Available zu lesen ist. Dann installiere ich wie vorher alle Pakete. Wie zu erwarten sind das ziemlich viele. Holt euch einen Kaffee, denn hier passiert für eine ganze Weile erstmal gar nichts auf dem Bildschirm, bis es dann plötzlich weitergeht. Ich wünsche mir an dieser Stelle ganz dringend einen Fortschrittsbalken. Irgendwann kommt dann Successfully Updated Packages, dann ist es fast schon geschafft. Jetzt geht's für zwei weitere DNF-Befehle zurück auf die Kommandozeile. Hier sieht man wenigstens, was gerade passiert. Zwischendurch muss ich noch einmal den Import eines Signaturkeys mit J bestätigen. Wenn alles abgeschlossen ist, steht da schlicht und einfach fertig. Damit ist das Upgrade abgeschlossen und ich kann das System neu starten.
Nach dem Neustart schaue ich nochmal nach Updates, um eventuell übrig gebliebene Pakete zu entfernen und Nobara Fixes einzuspielen. Wenn ich OBS ZEV4HD deinstalliert habe, fehlt jetzt nicht nur das, sondern auch das Plugin OBS Browser. Also installiere ich auch das neu, zum Beispiel gleich hier in der Paketverwaltung. Das Fazit sieht wirklich gut aus. Mein Upgrade auf Nobara 41 ist genau nach Plan gelaufen und hat ungefähr 35 Minuten gedauert. Ohne Kommandozeile geht es in diesem Fall zwar nicht, aber mit der Anleitung im Wiki ist es trotzdem nicht kompliziert. Habt ihr euer Nobara schon auf den neuesten Stand gebracht? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da und abonniert den Kanal für weitere Linux-Videos. Bis zum nächsten Mal.